Kann ich mir vorstellen. Und deswegen sucht man halt was, wo es halt nicht so ist. Wo man nicht immer wieder von vorne beginnen muss. Kann ich schon nachvollziehen. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir auch nach dieser Staffel mal eine Rust-Pause machen. Und uns dem Ganzen dann wieder mal widmen, wenn ein bisschen mehr passiert ist. Wenn Rust wieder mal, sagen wir, wenn wieder mal irgendwie ein größeres Update gekommen ist oder irgendwas Besonderes dazu gekommen ist. Irgendwie so. Oder wenn es halt endlich mal irgendwie aufgehört hat zu vipen. So, was haben wir hier? Jo, auch nichts Besonderes irgendwie. Ja, jo. Aber wir haben es geholt. Das ist die Hauptsache. Howdy, Partner! Heute gehen wir auf die Jagd und schnappen uns alles, was nicht Nidonarfest ist. Und ich sag euch eins. Wir holen uns jedes Pferd, was hier irgendwo herumtrabt. Denn wir sind der Jäger und nicht der Gejagte. Und da ist es schon vorbei. Alter. Also komisch ist es schon, dass hier immer wieder diese komischen Ruckler kommen, wo dann alles verschmiert und hässlich aussieht. Warte, ich will mal was gucken. Optionen. Grafik. Was haben wir denn hier so bei? Warum kann ich... Ah, jetzt kann ich runter. Shader Level. Das werden wir den mal ein bisschen zurückschrauben. Motion Blur machen wir auch mal aus. Vielleicht wird's ja dann besser. Ich habe irgendwie allgemein das Gefühl, es ist ein bisschen unscharf. Was haben wir da für ein Städtchen? Ach so, das Handelscenter. Irgendwie habe ich das auch irgendwie anders in Erinnerung. Das ist doch hier noch nicht das Handelscenter, das ist doch davor. Ja, das ist davor. Entschuldigung. Ja, da vorne ist die Tagesnot... ich meine, die Frau, die uns, ein Weilchen Unterschlupf geben will. Da geht auch alles dahin. Ist da noch was drin? Nö. Da hat auch jemand gebaut und ist anscheinend nicht mehr online gekommen. Und deswegen geht hier alles so langsam kaputt. Und die Natur nimmt sich wieder alles zurück. Hallo Schätzelein. Na, alt klar? Ne? Saskia? Der schlief doch schon letztes Mal da. Der mag wohl Saskia. Haha. Eieieiei. Du gehst schon wieder. Schade. Ja, ja. Ich muss gehen.
Ja, und wie man sieht, auch der Admin ist schwer beschäftigt. Denn der Turm ist auch noch nicht fertig. Kommt man denn hier noch rein? Ja. Ich guck schnell was auf dem Handy. Muss da ganz kurz was machen. Momentchen, Momentchen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. So. So. Muss ich hier noch schnell die Benachrichtigungen löschen? So. Und da bin ich wieder. Also lustigerweise das hier, aber der Turm ist doch auch. Also das sieht mir aus, als würde man da schon ein Stückchen weiterkommen. Warte, ich gehe mal hier hoch. Wir gucken mal, vielleicht sehen wir ja von hier aus, wie weit der Turm ist. Oh, wer liegt denn da? Der Cone. Der hat auch nichts bei. Ja, bis wo sind wir denn da gekommen? Irgendwo bis da, ne? Weiter haben wir es nicht geschafft. Da wäre es dann hochgegangen. Also ein Stückchen würde man wahrscheinlich noch weiterkommen, aber ich glaube, da wäre dann Schluss hier bei diesen Holzdingern, ne? Wir gehen mal noch weiter hoch. Wenn der Turm nur so einfach wäre wie hier, ne? Ja gut, dann wäre es ja keine Herausforderung mehr. Das muss man auch sehen. So. So, und da sind wir schon oben. Da hinten müsste das Ende vom Turm sein, ne? Obwohl es wahrscheinlich noch höher gehen würde. Aber es ist halt nicht fertig. Und ich vermute mal... Was ist denn da? Ach so, da ist ein Pfeil nach unten. Aber ich denke mal, dass da auch nicht mehr passieren wird. In dieser Staffel, sage ich mal. Also vor dem nächsten Vibe. Ist natürlich ein bisschen schade. Ich muss gestehen, ich bin echt am Überlegen, ob ich, gar nicht so lange aufnehme, wie ich vorhatte. Einfach, weil ich es ein bisschen traurig finde gerade. Dass hier niemand ist. Wer hat denn das Ding angeschaltet? Oha, da hat jemand aber ganz schön viel reingestopft. Party Maker? Alter! Ach so, stimmt ja. Das funktioniert ja mit dem Treibstoff hier. Wir klauen das natürlich nicht.
würde ja jeder sehen. hallo? Los. Warum denn so zuckig? Nicht warum so serious, sondern warum so zuckig? Da ist alles zugeschüttet. Und Loot gibt's hier unten anscheinend auch nicht. Also gehen wir wieder hoch. Wir schauen uns hier ein bisschen um. Genießen die Texturen, die ja immer noch neu sind. Weil großartig looten bringt uns ja eigentlich gar nichts. Wenn wir wahrscheinlich eh eine Pause machen von Rust. Und außerdem wegen Vibe und so, ihr kennt das ja schon. Das muss ich euch ja nicht mehr erklären. Aber außerdem sehe ich auch gar keinen Loot. So nebenbei erwähnt. Ein Schwein. Pro-Skiller und so. Ach ja, ach ja, ach ja. Und wenn ich Ark spielen würde, was vielleicht vorkommen könnte, dann muss ich schon mal vorwarnen, ich habe null. Und ich wiederhole, null Ahnung von Ark. Null. Zero. Nix. Nada. Niente. Aber das habe ich ja überall. Wenn man doch nur so ein Auto nehmen könnte und einfach fahren. Das wäre so schön. Aber nein. Und warum finde ich keinen Loot? Das finde ich nicht gut, das mit dem Loot. Futter? Futter. Wir haben eh keinen Platz. Nee, das wollte ich nicht. Ah, ach egal. Schieß doch die Wondon. Oh, was habe ich jetzt nachgefüllt? Ich weiß es nicht. Okay, ich finde keine Kisten. Das macht mich müde. Die Musik ist auch gerade eher bemüdend. Oh, Kisten. Kisten. Oh. Kann man damit überhaupt noch was lernen? Nee. Ach so. Ging gar nicht so, wie ich dachte. Ich dachte jetzt, da kommt... Aber nein. Alter, ich spiele schon mit dem Gedanken, mich irgendwo runterzustürzen. Ich weiß nicht, was los ist.
Oh, ich find's einfach irgendwie traurig, deprimierend, dass niemand da ist. Das war vor 2, 3 Wochen noch ganz anders. Und jetzt ist alles so ruhig, so still, niemand da. Finde ich schade. Wo gehen wir lang? Gehen wir mal hier. Ach nee, da ist da hinten fertig. Dann gehen wir halt hier rein. Falls wir das hinkriegen, natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh, jetzt wird's rockig. Und meine Hand schläft langsam wieder ein. Und ich muss mal was trinken. Moment. Ich habe zwar keinen Kaffee, aber dafür mal was Kaltes. Moment. Und nein, es ist nicht alkoholisch. Lecker. Ich habe nämlich seit einer Weile mir wieder einen Soda-Stream-Dingens besorgt. Und da habe ich irgendwie, was ist das, irgendwie Apfel-Pfirsich oder sowas? Gibt es da so einen Zusatz, um reinzuschmeißen? Und den habe ich echt gerne. Sieht zwar ein bisschen aus wie... Farblich sieht so ein bisschen aus wie die Leute, die sich gerne mal... Also es gibt ja anscheinend solche Leute, die machen das. Die sich quasi morgens ein Fläschchen zum Trinken urinieren. Das ist, ja, klingt komisch, ist aber so. Und so sieht das irgendwie farblich aus. Aber es ist natürlich nicht das drin. Also, ne? Aber wenn man so denkt, ne? Das wäre eigentlich, also... Warum leiden Menschen an Durst, wenn sie ja ihre Quelle selbst... Was ist das? Ach so. Ein Huhn! Evil Chicken. Die Wärter des Reservats machen nun für eine halbe Stunde Pause. Oder? Jo. Mein Huhn, das hat 3 Ecken. Oh. Jetzt haben wir ein bisschen asiatisch angehauchte Musik. Jetzt juckt mich die Nase. So. Da musste ich mich eben mal kratzen. Warte mal, wo sind wir hier? Ach, das ist wieder der Steinbruch. Okay, wo wollen wir denn noch hin? Ich weiß es gar nicht. Weil irgendwie gibt es ja hier nichts mehr zu sehen. So traurig, wie es ist. Hm. Voll in den Arsch. Alter, ist das gemein. Es tut mir leid, mein Pferdchen. Das tun Menschen, wenn ihnen langweilig ist. Sie gehen auf die Jagd.